Hallo und herzlich willkommen beim Campshop TV. Schön, dass ihr auf unsere Seite gefunden habt. Im Nachfolgenden möchten wir euch Informationen, Hilfen, Tipps, Tricks, Anwendungen und Service zeigen, wie ihr die Kameraprodukte, die ihr bei uns erworben habt, benutzen und auch betreiben könnt. Vielen Dank und viel Spaß in dem nachfolgenden Video. So, wie lade ich meine Microcam richtig? Was ihr machen könnt, ist Folgendes. Das mitgelieferte USB-Kabel wird, wie auch beim Übertragen der Daten, an den PC angeschlossen. Dann wird die Cam einfach verbunden. Wie schon erwähnt, das Schwarze muss nach oben zeigen, was ihr hier seht. Nicht dieser, sondern so rum. Einfach einstecken und in dem Moment ist die Kamera im Lademodus. Erlischt das Lämpchen, ist der Akku voll. Unser Tipp ist es, lasst die Cam circa 2 Stunden am Laden, dann ist der Akku richtig vollgeladen. In der Regel dauert die Ladung circa 1 Stunde, doch beim ersten Mal am idealsten 2 Stunden laden, damit der Akku etwas trainiert wird. Das heißt, das könnt ihr natürlich auch machen, nicht nur am PC, sondern den miterworbenen Adapter für das Fahrzeug zum Beispiel benutzen. Das ist ein Stecker für den Kfz oder auch für den LKW, weil er hat auch 12 oder 24 Volt. Das bedeutet auch hier der Fall, verbinden und einfach in den Zigarettenanzünder stecken am Fahrzeug. Das gibt es auch beim Motorrad. Wenn ich das zu Hause laden möchte, nicht am PC, dann nehmt ihr den erworbenen Adapter für zu Hause. Das heißt, auch hier einfach verbinden, einstecken, laden. Wenn ihr den schwarzen Adapter erworben habt, ist das das Gleiche. Das bedeutet hier auch, haben wir am Ende des Adapters eine Buchse. Das bedeutet, auch hier wird das eingesteckt und wird dann ganz normal zu Hause geladen.